Nach dem ganzen Zickenkrieg um Pizza und Bolognese wurde es am Mittwoch ziemlich emotional im Dschungelcamp. Da verdrückte sogar Moderatorin Sonja Zietlow ein paar Tränchen. Grund für den rührenden Moment war Kandidatin Julina Mennen, die während ihrer Dschungelprüfung Jaulwurf 5 Sterne sammeln konnte. Doch diese wurden hart erkämpft. In einem Tunnelsystem mit allerlei Getier musste Julina rumkriechen und blind Sterne suchen. Einen für Jan, einen für Sonja, einen für Daniel, einen für Dirk und einen für mich, erklärte sie beim Zählen ihrer Ausbeute. Als die Influencerin nicht nur auf die aktuellen Moderatoren von Ich bin ein Star, holt mich hier raus eingeht, sondern auch auf Daniel Hartwig und vor allem auf den verstorbenen Dirk Bach, zeigte sich Sonja ziemlich emotional. Oh, da kriege ich gleich Tränen in die Augen. Spätestens da brachen auch bei Julina alle Dämme. Nach der Prüfung war sie stolz auf sich, doch auch die Angst steckte noch in den Knochen. Ich erinnere mich an die erste Staffel, die ich damals im Fernsehen gesehen habe, und jetzt bin ich hier und ich bin einfach stolz auf mich, so Julina. Da muss ich mitweinen, gab auch Sonja zu, die sich von der Kamera wegdreht. Nach dieser emotionalen Geste gedachten Sonja und Jan nochmal dem verstorbenen Ibis-Moderator. Ein Maulwurf-Kuscheltier nannten sie Dirk und blickten in den Himmel. Doch auch einen Tag später bei der Moderation der gesehenen Bilder ist Sonja noch gerührt von Julinas Aufzählung. Dirk Bach verstarb 2012 unerwartet und moderierte 8 Jahre lang an der Seite von Sonja Zietlow das Dschungelcamp.